Wohin steuert Deutschland? Die Flüchtlingskrise, fortschreitende Digitalisierung und Globalisierung. Ein neuer US-Präsident, alte und neue Herausforderungen, mit denen wir alle umzugehen haben. Sie waren die zentralen Themen beim zweiten Unternehmertag im Jahr 2016. Welche Wichtigkeit eine gesunde Wirtschaft für die Bewältigung derartiger Herausforderungen hat, weiß Unternehmerverband-Vorsitzender Wim Abbing. Dabei bietet die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Menschen großes Potenzial. Für mich aber auch ein ganz wichtiges Thema ist das Gegenseitige. Wenn wir diese Menschen in unsere eigenen Unternehmen reinholen oder in diesen Verband reinholen, dann gehen auch unsere Mitarbeiter auf einmal auf Menschen zu, auf die sie bisher vielleicht nicht zugegangen sind und lernen deren Schicksale oder deren Leben kennen. Und auch das hilft, diese Menschen in unsere Situation einzubeziehen. Mit Peter Altmaier kam erneut einer der führenden Politiker des Landes ins Haus der Unternehmer. Doch bei allem Lob für die Flüchtlingspolitik der Regierung gab es auch Kritik. Zusätzliche Bürokratie und höhere Kosten am Standort Deutschland würden den Rucksack der Unternehmen immer voller packen und diese zunehmend belasten. Auch aus diesem Grund wünsche man sich mehr Kommunikation zwischen Wirtschaft und Politik. Mit Hinblick auf die schwierigen Zeiten für Minister Altmaier ein nachvollziehbarer Wunsch. Und deshalb müssen die Politiker rausgehen, wenn sie am Ende nichts zulassen wollen, dass Populisten von rechts oder von links die Menschen mit scheinbar einfachen Antworten auf einen Pfad locken, der am Ende für uns alle teuer wird und der die Basis dessen untergräbt, was wir uns gemeinsam in 70 Jahren nach einem der verheerendsten Kriege geschaffen haben. Das rasante Tempo, mit dem sich Technologien weiterentwickeln, kann beängstigend sein. Verschließen sollte man sich davor aber nicht, so Altmaier. Durch die digitalen Möglichkeiten können auch kleine und mittelständische Unternehmen von einem globalen Markt profitieren. Es ist so, dass wir seit 50 Jahren, seit es die Europäische Union gibt, gelernt haben, dass größere Märkte, offene Märkte am Ende bedeuten mehr Wohlstand und mehr Produktion für alle. Und deshalb lassen Sie uns dafür eintreten, dass wir nicht in alte nationalistische, protektionistische Gewohnheiten zurückfallen. Wir sind stark genug, um den freien Wettbewerb auch weltweit auszuhalten. Auch bei der anschließenden Diskussion, moderiert von Michael Bröcker, Chefredakteur der Rheinischen Post, gab sich der Minister stark und selbstbewusst, gleichzeitig aber auch bodenständig. Und das kam bei den über 200 Gästen gut an. Er hat frei gesprochen und hat sich auch sehr viel Zeit genommen und hat so einmal Revue passieren lassen über die letzten Jahre der Großen Koalition. Fand ich sehr schön. Man hat eben halt Gelegenheit, ja auch mal wieder Dinge mitgeteilt zu bekommen, die an und für sich so als selbstverständlich hingenommen werden oder untergehen. Er kommt für mich sehr ehrlich rüber. Also einer der Politiker, wo man sagt, der meint das, was er sagt. Auch ein amerikanischer Umbruch unter einem neuen US-Präsidenten könne eine Chance für Deutschland und Europa sein. Doch wohin Deutschland auch in Zukunft steuert, der Unternehmerverband bleibt im Dialog mit der Politik.